Ein knackiger Apfel. Hallo Patrick. Hallo. Welchen deiner Spitznamen kannst du nicht ausstehen? Oh, ich hatte mal Alfons, aber das ist lange her. Und warum nicht? Ah, da kam so aus einer Bierlaune raus und war eher für meinen Hund gedacht. Und kurzerhand wurde ich so genannt. Was ist das Beste am Leben auf dem Land? Die Ruhe. Was ist für dich absolut typisch schwäbisch? Maultasche. Radio, Podcast oder eigene Playlist? Meist Radio, alternativ eigene Playlist. Und welcher Song darf auf der Playlist auf keinen Fall fehlen? Sämtliche Malle-Hits sind immer gern gehört. Du bist eine Obstsorte. Welche verkörpert dich am besten und warum? Ein knackiger Apfel. Was war dein erstes Tattoo? Mein erstes Tattoo war mein linker Oberarm, ein Engel. Wie sieht dein Gesicht aus, wenn dein Geduldsfaden zu reißen droht? Und wann passiert das? Wenn wir mehr als 1,5 Stunden trainieren. Danke, Patrick. Sehr gerne.